Vinko Pentaric wurde am 3. April 1941 im heutigen Kroatien geboren. Sein Vater kämpfte als Partisane im Zweiten Weltkrieg, was dazu führte, dass die Familie gegen Kriegsende viel Leid erfahren musste. Mehrere Familienmitglieder verschwanden oder wurden ermordet. Pentarics Mutter heiratete nach einigen Jahren erneut. Der junge Vinko wurde von seinem neuen Stiefvater missbraucht. Er entwickelte eine Faszination für Schusswaffen und begann zu wildern. Mehrfach wurden seine Waffen beschlagnahmt. Er heiratete, doch seine Schwiegermutter demütigte ihn ständig, bis er die Fassung verlor und sie angriff. Daraufhin verbrachte er eine Zeit im Gefängnis und verließ seine Frau. Er verließ die Gegend und heiratete eine Witwe, die bereits ein Kind hatte. Sie bekamen gemeinsam eine Tochter, und es schien, als habe Pentaric sich von seinen früheren Traumata gelöst. Am 26. April 1973, er hatte sich für eine Stelle beworben, war jedoch nicht angenommen worden, betrank er sich in einer Kneipe. Als er nach Hause kam, geriet er in Streit mit seinem Nachbarn, den er einfach erschoss. Er floh und versteckte sich 18 Tage, bis er sich schließlich der Polizei stellte, die ihn wiederum in eine Anstalt einwies. Am 18. September desselben Jahres floh er aus der Anstalt und erschoss, offenbar unter Alkoholeinfluss, seine Frau. Erst am nächsten Tag wurde ihm bewusst, was passiert war. Am 20. Januar 1974 wurde er wieder verhaftet. Auch dieses Mal ließ er sich widerstandslos abführen. Er wurde zum Tode verurteilt, doch die Haft wurde gemäß den neuen Gesetzen auf 20 Jahre Haft herabgesetzt. Am 21. Februar 1982 floh er aus dem Gefängnis. Als man ihn aufspürte, nahm er ein Ehepaar als Geiseln, um nicht verhaftet zu werden. Das Paar jedoch überraschte ihn und griff ihn mit einem Hackebeil an, und sie verletzten ihn damit schwer. In der Folge wurde sein rechter Arm fast unbrauchbar. Erneut erhielt er eine 20-jährige Haftstrafe. Am 3. September 1989 erhielt er Hafturlaub, aus dem er nicht wieder zurückkehrte. Am 25. Mai 1991 spürten Ermittler ihn erneut auf. Er hatte sich bei seiner Geliebten einquartiert. Die Polizei stellte ihn, als er das Haus gerade verlassen wollte, doch anstatt sich zu ergeben, eröffnete er das Feuer. Getroffen floh er zurück ins Gebäude und verlangte einen Anwalt. Dies wurde ihm jedoch verwehrt. Als klar wurde, dass Pentaric sich nicht kampflos stellen würde, kam Tränengas zum Einsatz. Er schoss seiner Geliebten in den Bauch und behauptete, sie habe ihn vergewaltigt. Die Beamten stürmten das Gebäude. Vinko Pentaric starb durch einen einzelnen gezielten Kopfschuss.